Und damit ein herzliches Willkommen zurück zur Hearthstone Beta. In der letzten Folge haben wir die ersten drei Gegner des Tutorials geschlagen und als letztes sogar hier der Lehrensucher Joe. Das ging eigentlich relativ einfach und zügig. Und jetzt gehen wir zum König Mugla und mal schauen, was der so drauf hat. Also auf geht's zu König Mugla. Da dauert es wieder einen kleinen Augenblick. Jaina gegen König Mugla. König Mugla. So, ihr versteht eine Karte nicht. Bewegt den Mauszeiger dort drüber. Ja, das haben wir bis jetzt eigentlich gut hinbekommen. Los geht's. So, wieder der Coinflip. Diesmal sind wir fangen wieder an. Okay. Diesmal bekommen wir aber drei Karten zum Anfang. Mittlerweile hat er auch schon 26 Leben, also wir müssen ein bisschen aufpassen. Erledigt ihn, solange er allein ist. Okay, dementsprechend einen Murloc am Anfang. Fertig, und mal gucken, was er spielt. Wirft Bananen. Warum bewerfen mich diese Affen mit Bananen? Verleiht einem befreundeten Diener +1/+1. Okay, wir hätten hier auf jeden Fall Ansturm. Wir hätten hier auch Ansturm. Aber das ist ja sehr, relativ cool. Die bewerfen uns mit einer Banane. Ah, na gut, dafür ist er natürlich relativ günstig. Er macht nur einen Schaden. Das heißt, wenn wir den hier buffen, könnten wir ihn killen. Und unseren Eber spielen. Und mit dem Eber direkt angreifen. Und der Murloc überlebt. Ja, das wäre eigentlich relativ gut. Dementsprechend werde ich mal hier ganz kurz den Murloc buffen. Den Eber spielen. Den hier mal ganz kurz angreifen. Wir nehmen bloß einen Schaden. Der hat aber mittlerweile drei. Das heißt, er muss sich jetzt hier um diesen Murloc erstmal kümmern. Und er bewirft uns wieder mit einer Banane. Und verursacht zwei Schaden. Aber an uns dran. Okay. Sehr gut, sehr gut. Mehr habt ihr nicht drauf, Muggler. Nur Fässer. So, jetzt können wir im Prinzip wieder hier unseren Murloc buffen. Wieder den Affen hier killen und wieder einen Ansturm machen. Und wir können hier noch den hier spielen und fertig. Mal gucken, was jetzt kommt. Spielt er wieder einen Affen? Man weiß es nicht. Fügt allen Feinden zwei Schaden zu. Das ist natürlich böse. Das war nicht schlecht. Das muss man echt ihm zugestehen. Wir können aber auf jeden Fall hier noch einen Ansturm spielen. Und wir können hier den Voodoo-Priester spielen, um uns selber zu heilen. Und dann machen wir mal ganz kurz hier an ihn 5 Schaden. Und dann geht's weiter. Mal gucken, was jetzt kommt. Wieder ein Fasswurf, damit wir wieder 2 Schaden bekommen. Und er spielt einen Spot. Zum ersten Mal sehen wir hier einen Spotter. Tötet diesen Affen, sodass ich Mugler erledigen kann. Genau, also im Prinzip, ja. Ja, ihn müssen wir erst überwinden, bevor wir ihn wieder angreifen dürfen. Jetzt überlege ich gerade, was können wir am besten machen. Können wir hier die beiden opfern? Da haben wir genau 4 Schaden. Den können wir nicht spielen. Oder ich spiele halt den. Ist eigentlich alles relativ egal, wie wir es machen. Wir haben genau 5. Das heißt, ich kann nur einen spielen. Ich würde sagen, ich spiele hier. Meine anderen Andiener haben alle einen Angriff +1. Dann ist natürlich sowieso wieder die Opferung. Blödsinn, dann könnte ich besser den da opfern und hätte dann im Prinzip 6 Angriff auf ihn. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Also ich spiele diesen hier, opfere den hier und habe dann diese beiden hier, um 6 Schaden an ihn zu machen. Natürlich, wenn er jetzt wieder so ein Explosionsfass hat, wo er uns alle mit killt, ist das natürlich nicht so schön. Aber wir haben immer noch unseren Feuerball. Das heißt also, wenn wir ihn auf 6 Schaden runterbekommen, kriegen wir ihn eigentlich relativ zügig down. Mal gucken, was kommt. Ein nächster Spot-Affe. Und fügt allen Feinden 2 Schaden zu. War ja klar. Ungünstig, ungünstig. Wir haben auf jeden Fall erstmal... Zieht eine weitere Karte. Vielleicht mein Ansturm. Mein Feuerball und Ansturm. Kann ich sowieso beides nicht spielen. Also ziehe ich erstmal eine Karte. Habe auch hier einen Spotter jetzt gezogen. Das ist schon mal sehr schön. Der hat 5 Leben, okay.
Ich kann natürlich auch seinen Spotter erstmal wegschießen mit dem Feuerball. Das macht aber keinen so viel großen Sinn. Ich würde sagen, ich spiele meinen Spotter. Dementsprechend bin ich auch ein bisschen geschützt. Und warte erstmal auf nächste Runde ab. Verursacht 2 Schaden. Oh, und der geht natürlich direkt auf meinen drauf. Aber er killt sich fast selber dementsprechend. Bekomme hier noch einen Einser-Spotter. Bekomme hier aber auch einen Ansturm. Nehme den Einser-Spotter auch nochmal ganz kurz mit. So, jetzt kill ich mit dem hier den hier. Und mit den beiden kann ich mich hier schön austauben. Und wenn er jetzt nicht gute Karten bekommt, ist er eigentlich nächste Runde tot. Oh. So stark und nur 6 Mana. Gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich brauche einen Diener, um diesen riesen Gorilla zu verspotten. Okay. Haben wir ja eigentlich. Ich kann ja aber auch direkt angreifen. Also wie ihr seht, ist er jetzt eigentlich mehr oder weniger tot. Also ich greife ihn im Prinzip an. Wir nehmen wieder unseren Feuerball und dementsprechend ist er weg. Yeah. Wow. Das ist aber ein richtig heftiger Affe hier. 10-10. Und das nur für 6 Mana. Aber wir haben gesiegt. Es hat noch gereicht. Dementsprechend, was kriegen wir jetzt? Verwandelt einen Diener in ein Schaf. 1-1. Sehr cool. Hätten wir gerne sehr gut gegen diesen Affen hier gebrauchen können. So, damit ich glaube ist... nicht, dass wir Muggler zum letzten Mal gesehen haben. Da ist König Muggler weg. Und Helmet... Neisen... Gabray? Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Er wird es uns gleich sagen. Er ist der Nächste. Mal schauen. Jaina gegen... Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ja, toll. Vernichtet seine Diener, bevor sie euch überwältigen. Oh, ihr seid aber hübsch. Passt auf, was ihr sagt. Bitte? Keiner spricht so mit dem alten Hammett. Hammett. Ich bin zuerst dran. Ich bin aber zuerst dran. Ich erhalte eine zusätzliche Karte. Oh gut, denn ihr werdet es brauchen. Wir können immer noch nicht aussuchen. Und normalerweise... Erinnert mich an die Zeit, als ich den gewaltigen Tiger Bangalak jagte. Und zwar, wenn man normalerweise als Zweiter dran ist, bekommt man noch so eine andere Extrakarte, nämlich den Coin, wo man sich einen Mana-Kristall für eine Runde extra aufbewahren kann. Wir könnten auf jeden Fall mal den Trade spielen, also sprich, dass wir ihm seine Karte hier erstmal killen. Sprich... Das hänge ich mir an niemanden. So, dann haben wir auf jeden Fall schon das hier getradet. Mit 4 kriegen wir hier den Spot mit 3 Ansturm. Also wir haben jetzt gerade relativ wenig Mana, um was zu spielen. Wahrscheinlich seid ihr es gewohnt, gegen Diener zu kämpfen. Aber Hammett hier, der kämpft seine eigenen Schlachten. Oh, er hat eine Heldenfähigkeit bekommen. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe auch ein paar Tricks auf Lager, Zwerg. Aha, und wir bekommen unseren Fireball. Das sind nämlich die Heldenfähigkeiten, die bei jedem Held etwas anders sind. So, wir können momentan nichts spielen. Dementsprechend ist die Heldenfähigkeit oder kommt die Heldenfähigkeit uns relativ gut jetzt. Und die schießen wir einfach mal direkt auf ihn. Auch ein Schaden. Und weiter geht's. Schrot und Korn. Weidmanns Heil. Nur ein Leben. Das perfekte Ziel. Nur ein Leben, das perfekte Ziel. Genau. Sieht eigentlich relativ gut aus. Wir machen als erstes erstmal den Spot. Und nehmen dann unseren Fireball und killen ihn. Und dann haben wir das auch erledigt. Sagt, habt ihr mein Buch Die grünen Hügel des Schlingendorntals gelesen? Nein. Haben wir nicht. Das sind auf jeden Fall schon mal 2 Leben. Das ist nicht ganz so gut. Wir haben auf jeden Fall hier den Ansturm. Damit könnten wir das Ganze realisieren. Und wir hätten hier den guten Herrn Schlachtzugsleiter, der uns nochmal extra Damage bringt. Dementsprechend können wir mit dem Ansturmdiener den hier relativ gut killen. Ich glaube, das ist eigentlich die beste Kombination, hier unsere Punkte auszugeben. Und dann können wir sogar noch 2 Damage extra an ihm fahren. Erstmal den hier killen. Und dann mit unserem Spott greifen wir ihm direkt an. Sehr schön. Hat er noch 17 Leben. Mal gucken, was als nächstes kommt von ihm. Vielleicht sollte ich mich wieder meinen Büchern widmen. Was ihr wolle. So, auf jeden Fall kommt als nächstes ein Spot.
Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt spielen. Wir haben Arcane Explosion. Wir hätten den Ansturm. Wir hätten noch einen weiteren Spot. Wir könnten ihn cheapen. Da macht er gar nichts mehr. Aber ich würde den Cheap noch aufbewahren für einen bisschen härteren Gegner, will ich schon fast sagen. Wir hätten entweder spielen wir das so, macht aber wenig Sinn. Ich glaube, ich spiele den Ansturm. Wobei, wir könnten auch den Spot traden. Spiel den Ansturm. Den Ansturm direkt auf ihn drauf. Bloß das Problem ist, er wird uns mit der hellen Fähigkeit wahrscheinlich gleich killen. Unseren Ansturm. Aber ich kann die nächste Runde dann wieder einen weiteren Spot nachziehen. Ist also auf jeden Fall nicht allzu schwer. Ich glaube, das ist fast die beste Variante. Oder ich spiele den Spot und trade hier und mache 2 und spiele den Ansturm in der nächsten Runde. Oh, ich glaube, das ist noch eine bessere Variante. Also erst den Spot. Trade dann den Spot hier gegen den anderen Spot. Und werde hier den Schlachtkleider gegen ihn verwenden. Und sag mal, Beendung. Vor meinem riesigen Morastwesen. Oh, ein riesiges Morastwesen. Ja. Dementsprechend, wir haben jetzt gerade hier das Sheep natürlich bekommen. Was wir natürlich machen werden, ist, wir werden das Ding hier in einen Sheep verwandeln. 1+1. Oh, nicht fair. Oh, doch, sehr, sehr fair. Und dann einfach ein Feuerball drauf und weg ist er. Und das Ganze hier jetzt finishen mit den Helden hier. Unseren schönen Dienern. Jetzt kommt hier auch wieder ein Spotter. Schießt auf uns. Aber wir haben ihn eigentlich so gut wie fertig. Wir haben ihn jetzt eigentlich direkt in der Hand. Was wir machen können ist... und zwar, wie machen wir es dann am besten? Wir haben 4 und... ja, ich glaube, das mache ich so. Ich verwandle auch den hier in einen Sheep. Könnte eigentlich im Prinzip den Fireball nehmen, dann kann ich meine Arcane Explosion noch behalten. Wobei, lasst uns mal ausrechnen. Wir könnten am besten noch den Ansturm spielen. Dann machen wir eigentlich genügend Schaden, um ihn einfach auch zu vernichten. So, erstmal den hier, dann den hier und natürlich mit der... Na gut, mit der Heldenfähigkeit kriegen wir nicht mehr, aber mit dem hier und dann ist er down. So schnell geht's. Wunderbar. Damit hätten wir schon den ersten wieder geschafft. Beziehungsweise den zweiten hätten wir schon wieder geschafft. Und den dritten machen wir gleich auch noch. Haben wieder hier eine irren Raketenschützin, die auch Ansturm behält mit 5-2, aber 6 Mana kostet. Ist natürlich schon ziemlich schwer. Mal gucken, wer kommt als letztes? Als letztes kommt Illidan Sturmgrim. Und das wird natürlich bestimmt hier schon die Herausforderung. Und mal gucken, was Illidan so drauf hat. Auf geht's, Illidan. Gegen den spielen wir noch, dann haben wir das Tutorial direkt beendet. Jaina gegen Illidan Sturmgrim. So, Herr Illidan. Dieser Kampf ist wirklich total unfair. Schiebt die Schuld einfach auf die fürchterlichen Spieldesigner. Aha, alles klar. Der Verräter. Auf geht's. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Sicher? Ich habe gerade 5 Missionen durchgespielt. Sicher, ich habe gerade 5 Missionen durchgespielt. Sehr nice. Wir dürfen mal zweites anfangen. Bekommen wir diesmal auch den Coin? Mal schauen, ich weiß es nicht. Scheinbar noch nicht. Okay. Ein Naga-Wesen, das nichts Besonderes kann. Keine Karten, die ein Mana kosten. Das wird ein Spaß. Hm. Ich habe keine Karte, dementsprechend muss ich jetzt auch fertig drücken. Was hat er eigentlich als Fähigkeit? Beschwört 2 Diener, 2-1 dabei. Von 10.000 Jahren. Oh Mann, das könnte noch richtig schwer werden. So, er hat eine Waffe jetzt gezogen. Das haben einige Helden. Und wahrscheinlich sein Nager greift auch noch an. Mal gucken, wir haben auf jeden Fall jetzt den Voodoo-Meister. Oder wir könnten ihm seinen Nager hier killen. Oder hier den das Lustkrokodil spielen. Ich wäre fast dafür, wenn wir hier ihm seinen Nager killen.
Ja, ich kill ihm einfach mal seinen Nager. Mal gucken, was er macht. Er kann hier natürlich, das hier ist richtig böse. Also beschwört zwei Helden, 2+1. What the fuck? Was war das denn? Oh mein Gott. Was war das denn bitte schön gerade für eine Karte? Verschießt 5 Geschosse zu zufälligen Feinden je 1 Schaden. Immer. Richtig immer. Ich mach mal Ansturm. Und werde einfach mal ihm Krallen greifen. Mal schauen, was er dagegen zu setzen hat. Natürlich hat er wieder eine Kriegsklinge. Die Klefe. Und dann greift er uns direkt an. Nimmt aber nochmal extra 3 Schaden. Das war mal sehr gut. So, und jetzt beschwört er sich die 2 Diener plus 1. Sie ist so mächtig. Ihr wisst nicht, was Macht bedeutet. nicht so nice, nicht so nice. Wir könnten aber auf jeden Fall hier den Spotter jetzt rausbringen. Was schon mal sehr gut ist und was ich auch machen werde. Jetzt muss er da erstmal gegen ankämpfen. Ah! Ja, nee, er hat natürlich auch einen Fireball. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nimmt nochmal selber Schaden und dann wird er wahrscheinlich den hier auch noch traden. Ja, den tradet er auch noch. Okay. Arcane Explosion haben wir jetzt. Ich würde sagen, wir spielen wieder einen weiteren Spotter. Und spielen hier unseren Heal auf uns drauf. Das ist schon mal sehr gut. Mal gucken, was er dagegen zu setzen hat. Oh, jetzt kriegt er eine Doppelklefe. Ja, nee, ist klar. Mhm. Ja, haut natürlich wieder schön auf sich selber drauf. Finde ich schon mal ganz gut. Dann hätten wir hier auf jeden Fall den Feuerelementar. Nein, wir nehmen hier den Ansturm. Ich glaube, das ist die bessere Variante. So, dann haben wir hier 3, 2 und 5. Sehr schön, hat er 8 Schaden. Er muss auf jeden Fall erstmal hier an den Spot vorbei. Jo. Sehr schön, hat er noch 7. Und der wird sich wahrscheinlich mit dem hier traden. Ah ne, der kann sich noch gar nicht traden. Er beschwört sich 2 weitere Diener und das sind genau 7 Schaden. Er kann nichts mehr ausrichten, er ist down. So schaut's aus. Wir können natürlich hier noch ein paar Diener schön spielen. Was wir zum Beispiel machen könnten ist das hier. Ist auch natürlich immer sehr lustig. So, dann könnten wir ihn hier zum Beispiel angreifen. Und wir könnten ihn mit dem Diener einfach finishen. So schaut's aus. Illidan Sturmgrimm ist besiegt. Und dementsprechend haben wir es geschafft. Das Tutorial ist zu Ende. Ihr und euer Magierdeck seid einfach unschlagbar. Einfach unschlagbar. Arkane Geschosse verursachen 3 Schaden, der zufällig auf feindliche Charaktere verteilt wird. Auch sehr schön. Klicken, um fortzufahren. Dann schauen wir mal. Euer Helden im Modus Üben freischalten. Genau, und das werden wir dann bestimmt in der nächsten Folge sehen. Bis dahin würde ich einfach erstmal sagen, ciao!